Und damit willkommen zurück zu Let's Play Monster Man and the, Monster Boy and the Cursed Kingdom. Wir sind hier als Ferkel, Monsieur Sau. Die Schuhe kann ich nicht wechseln. Und wir können hier so krass. Ich wollte kein Feuer spucken, aber okay. Wir können hier ein bisschen schnupper und Sachen durch die Gegend treten. Wir wurden von unserem eigenen Onkel in ein Ferkel verwandelt, was hier durch die Kanalisation hüpft. Und scheinbar, Regenbogentropfen, besteht aus einer speziellen Zaubersubstanz. Er hat einen unwiderstehlichen Duft und ist für Beutemeister absolut unerlässlich. Und der hat uns in dieses Ferkel verwandelt und mit Bomben in die Kanalisation vertrieben. Aber wir lassen uns hier nicht davon beeindrucken. Wir wollen natürlich wieder ein Mensch werden und hüpfen uns hier den Weg entlang. Die Karte wurde aktualisiert. Es gibt hier eine dicke Karte, die man, ja, wie man sehen kann, sehr, sehr gut überblicken kann. Aber wie dem auch sei, Knock. Hier können wir Sachen machen und gegen jumpen. Oh. Na gut, da wollte ich da eigentlich nicht hin, aber das macht überhaupt nichts. Vielleicht kann ich hier ein bisschen. Kann ich ein bisschen Schnupper machen? Nee, kein Schnupper. Dann bleibt Ferkelchen halt eben ein Ferkelchen. So wie ich eine Katze bleibe, bleibt Ferkelchen. Graul die Katze. Hallöchen, graul die Katze. Ja. So. Weiter geht's. Da unten haben wir einen Schleim. Au, böser Schleim. Böser Schleim. Weg mit der Hand. Wo kommt denn der Schleim schon wieder her? Das gefällt mir so nicht. Ich wollte eigentlich. Aha. Oh, was ein Zufall. Ich soll diesen Schalter abschießen. Und dann kommt mir der ganze Spaß von alleine nach oben. Yay! Das war natürlich klar, das wussten wir. Beziehungsweise das hätten wir wissen können. Was können wir hier machen? Oh, wenn ich hier runter drücke, dann bam, kann ich kleine süße Blobs verwirren. Das ist cute. Bumm. Und tschakka tschakka. Wir sind durch. Oh, Ratte. Bam. Blöde Ratte. Wunderbar. Das funktioniert ja relativ gut. Kann ich hier einfach so drüber jumpen? Nee, kann ich leider nicht. Bum, bum. Bam. Lebenspunkte sind voll. Komm mal hier, Ratti. Komm Ratti. Schön. So, mach mal auf. Wir bekommen einen Schlüssel. So, sollte. Aha, ein grüner Schlüssel. Der passt hier oben zu den Türen. Aber zu der Tür. Bei der Tür können wir doch gar nichts machen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Hör mal auf, mich hier anzugreifen. Was haben wir denn hier? Ah, eine Tür. Na, das ist ja cool. Gehen wir doch mal durch die Tür und gucken, was passiert. Ah, hier kommen wir hin. Na, wollen wir doch mal schauen, was es hier gibt. Ja, wie gesagt, viele, viele Sachen sind auch für mich absolut Neuland. Oh. Oh, eine. Keine Ahnung was. Ein Feuertrüffel. Ich kann jetzt zusätzlich Feuer mit mir rumführen. Das heißt, ich kann jetzt 10 Stück davon tragen. Ja, voll geil. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal gelegentlich das ein oder andere Secret zu holen. Bumm. Öh, blödes Ratti. Was? Wann habe ich denn die Lebenspunkte verloren?
komm mal ran hier. Komm mal ran auf den Meter. Komm, komm, komm. Und vor allem gib mir Lebenspunkte zurück. Nee, ich will kein Feuer spucken für Lebenspunkte. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ah, ein Glück. Hier werden Lebenspunkte wieder regeneriert. Hier könnte ich nochmal Feuer nachkaufen, glaube ich. Nur Feuer? Ja, nur Feuer. Schade. Ich hätte ja ein bisschen gehofft, dass wir hier auch nochmal diese Tränke nachkaufen können oder so. Weit gefehlt. Ui. Na gut. Wenn das so nicht funktioniert, dann probier es einfach mal so. Ach, fuck. Oh. So sollte das natürlich nicht aussehen. Der rutscht auch viel zu schnell runter. Trifft der? Yay, der hat getroffen. Drecksvieh. Splot, Splat, Splot. Boing. Ich werde das Gefühl nicht los, dass da drüben auch nochmal irgendwas ist. Aha, da guckt mal einer an. Da ist noch ein Schalter. Und hier drüben ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Was bist du denn für einer? Ein Geist? Okay, wo ist der jetzt hin? Da ist er. Er ist nach oben verschwunden. Und dann nach... Aha, okay. Da will ich jetzt aber auch hin. Mhm. Hoch mit mir. Okay, hier brauche ich einen goldenen Schlüssel. Muss ich mal ein bisschen die Augen offen halten wegen versteckten Sachen. So, hier können wir irgendwie... Okay. Ah, hier kommen wir nicht durch. Das ist ärgerlich natürlich. Dann geht's hier lang. Bam, boom, bam. Nein! Geld. Geld darf ich nicht liegen lassen. Bam. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil je länger wir brauchen, umso größer wird der Blob. Und der Blob wirft mit Blobs. Sehr witzig. Ah, guck mal einer an. Entschuldigung, Herr Schwein, haben Sie hier unten einen Jungen mit blauen Haaren gesehen? Sick, ich bin's, Jin. Jin? Ist dir klar, dass du ein Schwein bist? Natürlich, guck mal, was ich für einen Bauch habe. Ich bin also ein cooler Drache und du ein stinkendes Schwein? Das ist ziemlich lustig. Verschwinden wir von hier und finden wir Onkel Naboo. Damit wir das alles wieder in Ordnung bringen können. Gute Idee. Hier unten verläuft man sich schnell, aber ich kenne den Weg, komm schon. Toll. Ja? Warte! Anscheinend ja wohl nicht. So, erstmal hier entlang. Ui. So, dann nach oben entlang. Ja. Oh, ah, da ist ein Sprungfeger. Der kommt hier durch. Und jetzt... Hier runter. Hui! Na gut, und hier entlang. Einmal kurz dieses komische, hässliche Etwas hier kaputt machen. Klatsch. Schnell weg hier. Weg, 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 weg. Ah, hier können wir uns wieder so eine coole Flasche kaufen, glaube ich. Ja. Was ist das hier? Stellen wir den Lebenspunkt wieder her. Nö. Aber die coole Flasche, die haben wir. What? Boing. Aha. Le Duke kann echt schlecht mit Feuer umgehen.
Dann wollen wir mal. Boing. Aha, so kriegen wir auch wieder Feuer. Aber war das... Kleiner Moment. Ah, der Kopf ist... ist die verwundbare Stelle. Und... so, terminated. Ist er kaputt? Irgendwie ist dieses Männchen hier drin ziemlich komisch. Ein goldener Schlüssel. Dieser Schlüssel dürfte sein. Okay. Anscheinend habe ich gerade eben ein neues Abendprogramm bekommen. Moment. Hier ist doch vorhin dieser Geist durchspaziert. Der müsste doch... Ich glaube, ich muss dem folgen. Der gibt doch dann sicherlich irgendwie ein Secret oder sowas. Ich laufe da jetzt einfach nochmal lang. So, hier ist auch noch irgendwas. Hatte ich das hier eigentlich schon gesehen? Ha, da ist der Geist! Okay, der Geist ist wieder zurück. Mein Geld. So, wo ist er denn jetzt lang? Okay, hier ist er nicht. Da ist der Geist. Oh, und der läuft wieder nach unten. Wait a moment. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir schon. Aber nicht aufgrund des Geistes. Darum würde ich ganz gerne nochmal ausprobieren, ob wir den hier nicht irgendwo nochmal finden, Tüm. Diesmal entlang. Also hier gibt es nur Lebenspunkte wieder zurück. Und Spielspeichern. Wir sind jetzt? Nee. Hier ist er nicht. Ui. So, die Frage ist halt eben, was bringt mir dieser Geist? Ich weiß es nicht. Match. Ich bin der Meinung, ich habe ihn zum ersten Mal hier gesehen. Und ja, hier ist nur wieder... genau. Das Ding, das hatten wir aber schon. Das heißt, der Geist ist nicht hier. Sondern... hey, was haben wir denn hier? Den Geist! Haha! Sehr schön. Mal gucken, was wir hier rausbekommen. Einen vierten Herzcontainer. Yay! So, nebenbei gab es da gerade eben den Lifehack als Bonus. So, wunderbar. Ich bin begeistert. Dann gucken wir doch mal, was hier denn so abgeht. Aha. Okay, check. Wir haben hier Safe Spot und... was haben wir hier? Hier geht es einfach weiter. Eiskalt. Aber wohlgemerkt... aha, ja gut, okay. Das haben wir uns schon gedacht. Rip. Trotz allem müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Ob es hier nicht irgendwo... noch mal irgendwas zum Erschnüffeln gibt.
Okay, das ist ziemlich lustig. Moment. Schnüffel, Schnüffel. Nö, nix. Ah, da sieh mal einer an. Junge, wo warst du denn so lange? Ich dachte, du wärst direkt hinter mir. Schon vergessen, ich trage jetzt ein paar Kilo mehr mit mir rum. Stimmt, mein Fehler. Das Dorf Lupia liegt direkt über uns. Übrigens, alle sind schon ganz wild darauf, dich in deiner neuen Gestalt zu sehen. Ich musste es einfach jedem erzählen. Danke. Sehr nett. Haben wir hier irgendwas? Oh, tatsächlich haben wir hier irgendwas. Aber man sieht schon, wir brauchen hier irgendwie Bomben oder sowas. Das heißt, ab nach oben mit uns. Und hier sind wir in Lupia. Jin, schau mal, einen Pinguin wollte ich schon immer mal sehen. Ist das die königliche Garde? Wahrscheinlich wurde auch sie verwandelt. Oh, wait. Als königlicher Berater nehme ich euch fest, weil ihr euren Onkel dabei geholfen habt, unser Reich in Ruin zu stürzen. Was? Wir haben ihm nicht geholfen. Schließlich hat er uns auch in irgendwelche Wesen verwandelt. Und warum seid ihr dann hier? Ihr beide macht einen sehr verdächtigen Eindruck. Wir sind hergekommen, um zu erfahren, ob uns hier jemand wieder normal machen kann. Und unseren Onkel auch. Onkel Nabu mag zwar ein wenig dusselig sein, aber er würde niemals jemandem wehtun. Das stimmt. Wahrscheinlich wurde er mit einem bösen Zauber belegt oder so. Wenn ihr die Schweinerei eures Orakels ausmisten wollt, werde ich euch nicht verhaften. Ich könnte sogar dabei helfen. In den königlichen Archiven heißt es, dass unser geliebtes Reich schon einmal mit einem Fluch belegt wurde. Legenden zufolge gibt es mehrere heilige Kugeln, mit denen man früher das Böse vertrieben und die Bürger beschützt hat. Wenn wir sie nur alle hätten, herrje, nur eine tapfere Seele würde sich einer solchen Aufgabe annehmen. Ich kann die Kugeln finden. Wir müssen nur wissen, wo sie sind. Was für ein mutiger Bursche. In diesem Fall will ich die Archive noch einmal studieren, um die Aufbewahrungsorte der Kugeln herauszufinden. Bis dahin durchsucht ihr den Nebelwald westlich von hier. Ich glaube, dass sich dort eine der Kugeln befindet. In eurer Gestalt werdet ihr es wohl nicht schaffen, aber trotzdem viel Glück. Ihr werdet schon sehen. Ich finde die Kugel, auch wenn ich dazu die gefährlichsten Orte des Reiches aufsuchen muss. Ja, wir gehen diesem Fluch auf den Grund und beseitigen ihn. Ich hoffe, dass diese Kugel wirklich gibt. Dann solltet ihr das besser erledigen, bevor wir Nabu zu fassen kriegen. Der König hat für ihn einen wichtigen Termin mit dem Henker ausgemacht. Beeilt euch lieber. Sehr, sehr nett. Du machst das schon, Jin. Ich flieg los und suche nach Hinweisen und so. Wir sehen uns später. Okay. Würdest du gerne wissen, wo es da lang geht? Also hier kommen wir nicht rein. Das erkennt man ja sofort. Was haben wir denn hier? Die Burg. Okay. Gehen wir mal zur Burg. Ich war noch nie in der Burg. Aha. Da kommen wir nicht lang. Denn das Tor ist zu. So. Moment. Mädchen mit roten Haaren. Wie war das? Grüne Haare? Grüne Haare. Ist das die Prinzessin? Held mit blauen Haaren? Blonden Haaren? Wisst ihr was? Das hier, das Ganze hier, ist eine Rückblende auf die alten Wonderboy-Teile. Weil der erste Junge, der Wonderboy, der erste, der konnte nämlich mit Hämmern durch die Gegend werfen. Der zweite, den kenne ich nicht, den dritten und vierten auch nicht. Aber das sagt mir alles. Ich vergesse diese Axt niemals und ich hasse sie. Sehr gut, Telefon. Wie man es gerne hat.
Okay, da ich wusste, dass es nicht ganz so lange dauern wird, dachte ich mir, oh, was soll's, lass ich einfach mal den ganzen Spaß hier weiterlaufen. So, reden wir doch mal mit der ollen Ziege. König Leonidas, sehen wir hier nicht so oft, dass Sir Mystikat die königliche Familie im Dorf vertritt. Sicher wird unser König diesen Fluch bald von uns nehmen. Okay. So, das kennen wir schon. Keine Lebenspunkte regeneriert? Wie gemein. So, dieser Dude hier. Hallo, Herr Olli. Offensichtlich sind Sie von dem Fluch auch nicht verschont geblieben. Och, das macht mir nicht viel aus. Wenn ich doch nur meine Notenblätter noch hätte. Notenblätter? Haben Sie so etwas hier verloren? Meine Güte, das ist eins von Ihnen. Vielen Dank, Jin. Super, ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. 20 Notenblätter fehlen noch. Bitte such weiter nach ihnen, ich zähle auf dich. Mal sehen, was du bisher alles gefunden hast. Ernsthaft? Boah. Okay, das ist bitter. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so viele finden müssen. Oh, wer bist du denn, Süßes? Ich würde gerne den Nebelwald erkunden, aber das ist jetzt zu gefährlich. Jemand hat da drin große Pilze gesehen, der so groß wie ein Baum sein soll. Mhm. Das klingt ja fröhlich. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, damit können wir herumteleportieren. Irgendwann anscheinend. Okay. Vielleicht ergaunern wir hier uns irgendwas? Nö. Gucken wir mal, was wir hier noch finden. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Oh, hallo. Jin, dein Onkel hat uns macht uns ganz schöne Probleme. Ich weiß, Frau Panda-Pan. Tut mir leid, dass er sie in eine Panda-Bärin verwandelt hat. Ach, mir gefällt das. Mit diesen kräftigen Pfoten kann man sehr gut Brot kneten. Aber Nabu ist mit seinem Fass leider in meine Windmühle gerast. Sie dreht seitdem nicht mehr. Und mein Korn wird nicht gemahlen. Kannst du mir helfen? Würde ich gern, aber meine Gestalt eignet sich nicht zum Springen und Klettern. Ja, du bist ein bisschen dick, so kommst du nicht weit. Kannst du da hochklettern und dich umsehen, wenn du etwas abgenommen hast? Die Leiter, die nach oben führt, wurde umgestoßen und ich komme nicht so leicht dahin. Ja klar, Moment. Trotzdem, ich probiere es einfach. Ah, okay. Ich bin definitiv zu fett dafür. Aber hey... Hier komme ich hoch. Mal gucken. Okay, hier komme ich wahrscheinlich wieder runter. Naja, probieren wir es nochmal. Weil hier sind noch mehr Leitern. Aber stimmt, ihr habt ja schon gesagt, eine Leiter ist umgestürzt. Gucken wir mal. Was passiert hier? Was ist hier oben? Bewegt sich die Windmühle automatisch nach links? Ja, die bewegt sich automatisch nach links und rechts. Okay, also ganz nach oben komme ich also nur, wenn ich wieder ein bisschen dünner geworden bin. Schade. Satz mit X, das war wohl nix. Also raus hier. Und weitergeguckt. Mit dir habe ich schon gesprochen, du bist doof. Was haben wir hier? Ein Korken am Tag hält die Geheimnisse im Zaum. Okay, hier passiert nichts. Ein Versuch war es wert. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Schlafen. Speichere deinen Spielstand und stell deine Lebensenergie wieder her, damit du erfrischt ans Werk gehen kannst. Gewährt dir ein paar Minuten Schutz vor negativen Zuständen. Das ist ja cool. Davon nehme ich dann nochmal zwei mit. Und... Komm, nicht alle. Kann nie schaden. So, was haben wir hier? Armband des Magiers. Ein glänzendes Armband, das einem Träger insofern Glück bringt, als dass er mehr magische Munition finden wird. Wer braucht schon Liebe und Reichtümer? Aha, das ist ja cool. Hier gibt es coolen Stuff, womit man seine Sachen aufwerten kann. Das ist geschlossen, das ist schade. So, hier oben könnten wir uns noch Magie holen anscheinend. Ja. Nehmen wir mit, verprassen wir mal unsere ganzen wohlverdienten Moneten und
bewegen uns hier einfach mal rüber. So. Boing, da, 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 da. Ey! Blöde Flinte. Okay, hier ist nichts. Aber ein Versuch war es wert. Was haben wir hier schön? Können wir hier irgendwas kaputt machen? Nee, können wir nicht. Hui! Hui! Aua! Blödes! Blöde Wolke! Ich hab euch schon bei Super Mario gehasst. Ihr seid kacke. Verzieh dich, Wolke. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich mag die nie. Hä? Blöde Pflanze. Au. Von allen Seiten kommen sie geflogen. Oh, Herz. Nee. Lauf, Ferkelchen, lauf. Oh, was bist du denn? Boing. Yeah. Viel davon. Oh, hier kann man irgendwas... Aha, da sieht mal einer an. Was ist das? Hier ist... Oh, hier ist noch eine. Nom. Lol. Du hast elektrisierende Fähigkeiten erhalten. Beschwöre Blitze, die Gegner erschüttern und besondere Gegenstände aktivieren. Finde weitere Trüffel, um deine Blitzmagie zu verstärken. Nice. Ah, jetzt kann ich da hin und her wechseln. Ist das fesch. Okay, ich bin mal gespannt, was das liefert. Ba, 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 ba. Ey, das zählt nicht. Ey! Baum. Das war gemein. So sollte das nicht enden. So sollte das... Okay, ich muss da nochmal runter. Puff. Einfach um mir die Lebenspunkte aufzufüllen. Ey. Boing. Bing. Geil. Ein Spot, in dem man farmen kann. Bling. Und komm, weiter geht's. Yeehaw. Geld. Ein Farming-Spot. Bling. Es gibt bestimmt bessere. Aber für den Anfang reicht es erstmal. Wir haben schon wieder 50. Aber ich eigentlich will ich hier versuchen, ein bisschen meine Lebenspunkte aufzubessern. Aber ich merke schon, es hängt echt stark davon ab, wie viele Lebenspunkte man hat, um neue Lebenspunkte zu bekommen. Na gut, das sollte dann jetzt auch ausreichen. Bounce. So, hier haben wir einen Safe Spot. Yeeha! Bonk. Aha! Der Hit hat sich gelohnt. Moment. Na, guck mal einer an. Hier kommt man einfach so durch. Bonk. Oh, was bist du denn für einer? Oh, da kam ganz schön viel Geld runter anscheinend. Ein Geldsack. Na, wo ist denn der goldene Pin? Ah, okay, ich glaube, der Geldsack wurde von dem Pilz fallen gelassen. Von Lebenspunkte, ja. Meh. Woo, Safe Spot. Okay, irgendwas Wichtiges ist hier. Oh. Tja, wurden wir von unserem Onkel voll reingelegt. Aber, ja, wie dem auch sei, ich muss hier leider echt einen Cut machen. Meine Freundin ruft und will Abendessen und anscheinend Star Wars gucken. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn es jetzt ein bisschen zu abrupt abgebrochen ist.